Vielleicht hast du dir schon mal vorgenommen, Telefonakquise zu machen und es dann aber doch weiter vor dir hergeschoben. Vielleicht konntest du dich einfach nicht überwinden, du wolltest es unbedingt, aber irgendwie hat es nicht geklappt und irgendwie war dieser Telefonhörer doch tonnenschwer und es gab dann doch irgendwas, was immer dazwischen gekommen ist und doch nochmal kurz E-Mails checken, doch nochmal ganz kurz irgendeine Ablenkung machen und wenn du möchtest, dass dir das nie wieder passiert, wenn du dich auf Knopfdruck zur Telefonakquise motivieren können willst, dann bleib jetzt dran, denn darum geht es in diesem Video. Woran liegt es überhaupt, dass uns das passiert, dass wir uns eine Sache vornehmen, wie zum Beispiel Telefonakquise machen, und dass wir uns dann doch nicht überwinden, dass wir es dann doch nicht machen, vor uns herschieben und den ganzen Tag irgendwie ja, mit diesem Unwohlsein, mit diesem unwohlen Gefühl im Bauch rumlaufen, weil wir wissen, eigentlich müssen wir es noch machen, aber irgendwie nicht jetzt und irgendwie später und dann ist es irgendwann Abend und dann kannst du gar keine Telefonakquise mehr machen, dann ärgerst du dich über dich selber, dass du es wieder nicht gepackt hast, dass obwohl du es dir vorgenommen hast, dass heute wieder keine Telefonakquise gemacht wurde oder viel zu wenig. Schau mal, woran liegt das eigentlich, dass uns das passiert? Naja, die ganz einfache Antwort ist, Telefonakquise ist einfach jetzt gerade nicht Teil deiner Komfortzone. Also Komfortzone bedeutet all das, was wir schon immer machen, all das, was wir routinemäßig machen, all das, wo wir wissen, hey, das ist sicher und da kann mir nichts passieren. Das ist Teil unserer Komfortzone und Dinge innerhalb unserer Komfortzone, die fallen uns leicht zu tun. Und dann gibt es Dinge, die liegen außerhalb unserer Komfortzone, wie zum Beispiel Telefonakquise. Oder für viele Menschen auch vor anderen eine Rede halten. Also wenn du dich auf die Bühne stellst vor anderen Menschen und dann einfach irgendwie was sagen, einen Vortrag, eine Rede, irgendwas, das ist auch für viele außerhalb der Komfortzone. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele andere Sachen und das ist auch von Mensch zu Mensch natürlich individuell, weil du siehst, es gibt Menschen, die auf der Bühne stehen und sogar mit richtig Spaß und Freude eine Rede halten. Es gibt Menschen, die auch zum Telefonhörer greifen und das auch mit Spaß und Freude machen. Aber was ist der Unterschied oder was musst du tun, damit Telefonakquise zu deiner Komfortzone wird? Naja, auch wieder die einfache Antwort ist, du musst es einfach öfter tun und irgendwann, wenn du es mal oft genug gemacht hast, dann merkst du, okay, eigentlich passiert mir hier nichts und ja, dann ist es irgendwann ist es leicht. Aber das hilft dir ja jetzt in diesem Moment nicht. Deswegen lass mal drüber sprechen, was dir jetzt in dieser Sekunde hilft. Was hilft dir heute zum Telefonhörer zu greifen? Was hilft dir direkt nach diesem Video zu telefonieren? Naja, lass uns mal die Fakten anschauen. Lass uns mal anschauen, was kann eigentlich passieren, wenn du es machst. Also nehmen wir mal an, du wagst es. Nehmen wir das nur mal an. Was kann dann eigentlich passieren? Lass uns mal die negativen Sachen zuerst betrachten. Also was kann passieren? Du rufst irgendwo an und du erreichst niemanden. Okay? Dann ruf halt den Nächsten an. Ist ja nicht schlimm, wenn du mal einen nicht erreichst und den zweiten vielleicht auch nicht erreichst. Ruf einfach den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten an und irgendwann erreichst du schon jemanden. Also das ist nicht das ganz große Problem. Was kann noch passieren? Jetzt erreichst du jemanden und landest erstmal in der Zentrale oder im Vorzimmer. Und jetzt will diese Person, mit der du dort sprichst, dich nicht durchstellen zum eigentlichen Entscheider. Und vielleicht ist das sogar ganz fies, irgendwie, dass die Person zu dir sagt, nee, wir wollen überhaupt gar nicht, dass hier irgendwelche Verkäufer sich vorstellen oder so, haben wir gar kein Interesse dran. Also sie können ruhig eine E-Mail schreiben an info@, aber mehr geht hier jetzt heute wirklich nicht. Also schreiben wir erstmal eine E-Mail und wenn das interessant für uns ist, dann meldet sich schon jemand. Ja, in Klammern, da meldet sich nie wieder jemand, weil das liest halt auch keiner. Okay, ist auch doof, ja. Aber ruf doch auch da einfach den Nächsten an. Wenn du hier nicht durchgestellt wirst und wenn du jetzt gerade noch nicht das Wissen hast, wie du es schaffst, 90% Durchstellquote zu erreichen, ganz easy am Sekretariat vorbeizukommen, ja, dann ruf einfach den Nächsten an und ruf den Nächsten und den Nächsten und den und irgendwann wirst du jemanden erreichen. Weil das vorherige Gespräch hat mit dem Nächsten ja gar nichts zu tun. Neues Spiel, neues Glück. Das ist das Motto bei jedem neuen Wählversuch. Neues Spiel, neues Glück. Wenn es da nicht funktioniert hat, egal, dann rufst du halt den Nächsten an. Wenn es bei dem auch nicht funktioniert, rufst du auch wieder den Nächsten an. Okay? Also auch das ist eigentlich nicht dramatisch, ja? So, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Du wirst jetzt durchgestellt. Was kann dann noch Schlimmes passieren? Jemand kann dich anschreien. Jemand kann dich beleidigen. Einfach auflegen. Dir drohen. Was kann sonst noch passieren? Das ist alles. Ich glaube, das ist alles, ja? So, ist das schön? Nein. Wenn das passiert, nee, auf gar keinen Fall. Ist das schlimm? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber wie schlimm ist es denn tatsächlich? Also fehlt dir hinterher ein Arm? Nee. Hast du körperliche Schmerzen? Nein. Schmeckt das Essen heute Abend anders?
Zeigen fortan die Menschen auf der Straße mit dem Finger auf dich und sagen, guck mal, da ist der Versager. Passiert das? Wendet sich irgendjemand von deinen Freunden oder von deiner Familie oder irgendjemand wendet sich irgendjemand von dir ab? Nee. Ist es sogar ein nachhaltiges Problem, also ein Langzeitproblem, dass das jetzt passiert ist bei dieser Person, mit der du telefoniert hast, mit dieser fremden Person? Also auch für die Person hat das jetzt keinen Nachspiel oder so, ja. Auch die Person wird heute Abend nach Hause gehen und wird ganz sicherlich nicht zu Hause sagen, Mensch, oh, mir ist heute was richtig Schlimmes passiert und zwar der Peter hat mich angerufen. Und der Peter ist jetzt bei mir auf der schwarzen Liste. Das wird keiner machen. Der vergisst dich sofort wieder. 5 Minuten später, 10 Minuten später, die Person vergisst dich sofort wieder. So. Und manchmal ist es so, guck mal, wenn du 1000 Menschen erreichst, mit 1000 Menschen telefonierst, statistisch gesehen hast du halt jeden auch mal dran. Du hast mal einen Choleriker dran, du hast mal jemanden dran, der hat vielleicht gerade eine schlechte Nachricht bekommen, da hat sich die Frau gestern geschieden oder was auch immer, ja. Also erwischt den vielleicht in einer ganz doofen Situation, der ist heute echt mit dem falschen Fuß aufgestanden, der hat gerade, oder der Großkunde, der größte Kunde ist gerade abgesprungen und 5 Minuten später rufst du jetzt an, ja, okay, du hast gerade halt einfach schlechte Karten, aber liegt das an dir? Ist das persönlich gemeint? Auf gar keinen Fall. Der kennt dich gar nicht, der kennt auch dein Angebot nicht. Der lehnt einfach nur gerade die Situation ab und vielleicht, wenn er einen richtigen beschissenen Tag gerade hat, dann ist es jetzt gerade einfach für ihn auch mal ein Ventil, so ein bisschen Druck abzulassen, am Telefon einfach mal jemanden zusammenzufalten. Ja, es hat sich so aufgestaut, das geht den ganzen Tag über schon und jetzt musst du einmal mal ein bisschen Druck ablassen und jetzt bist du blöderweise jetzt gerade zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber nochmal, wie schlimm ist das tatsächlich? Also klar ist das unangenehm, natürlich ist das unangenehm. Aber du musst ja auch vor Augen halten, also erstens, du hast keine Schmerzen, keine körperlichen Schmerzen, dir fehlt hinterher nichts, es passiert nichts, es ändert sich nichts in deinem Leben dadurch. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie oft kommt das tatsächlich vor? Also du musst dich schon selten dämlich anstellen, dass dir das mehrmals im Monat passiert. Wie gesagt, wenn du mit ganz vielen Menschen telefonierst, ja, statistisch gesehen hast du immer mal eine Pfeife dabei, ist okay, passiert, ja, aber eigentlich kommt das nicht so oft vor. Eigentlich kommt das, mir passiert das vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Und natürlich ist mir das auch unangenehm. Aber weißt du was, wenn du einfach den Nächsten anrufst, dann reagiert der schon ganz anders. Weil wie wahrscheinlich ist das, dass du 2 Choleriker hintereinander dran hast? Also das passiert faktisch nicht. Das passiert nicht. Und das hat nichts mit dir zu tun. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du angeschrien wirst, dass die Leute dich beleidigen, dass sie dir vielleicht drohen oder dass sie direkt auflegen. Aber es hat keinen nachhaltigen Effekt. Es verändert nichts in deinem Leben. Und es ist eine Situation, die kommt halt einfach sehr selten vor. Wenn sie überhaupt mal vorkommt. Ja, also es ist, wie gesagt, sehr selten. Sehr, sehr selten. Da musst du dich schon, wie gesagt, selten dämlich anstellen, dass das dann häufiger passiert. So, dass du mal auf genervte Gesprächspartner triffst, ja, das ist normal. Weißt du, woran das auch liegt? Weil ganz oft, auch gerade in Märkten, wo ganz viel Telefonakquise gemacht wird, die Leute natürlich genervt sind, wenn die 5 oder 10 Mal sogar am Tag von irgendjemandem angerufen werden und das sich immer gleich anhört. Das ist ja auch das ganz große Problem, weißt du, dass es sich immer gleich anhört und immer diese nervige, gleiche, unrespektvolle Leier. Das kannst du abstellen, ich kann da gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Das kannst du abstellen, wenn du eben weißt, wie du verkaufspsychologischen Gespräch so aufbaust, dass du dem anderen nicht quasi auf die Füße trittst dabei, sondern dass du es hinkriegst, relativ schnell eine angenehme Gesprächsatmosphäre auch für ihn, also für beide Parteien zu schaffen, ein Gespräch auf Augenhöhe führst. Wenn du weißt, wie das funktioniert, wenn du das einmal verkaufspsychologisch verstanden hast, dann passiert dir das so gut wie nie, dass selbst Leute, die heute schon 10-mal angerufen werden, dich dann irgendwie anranzen oder so. Klar, das kommt nochmal vor, aber sehr, sehr selten nur noch. Sehr, sehr selten nur noch. Wenn du einmal gelernt hast, wie das Ganze funktioniert, kann ich aber gleich noch ein bisschen was dazu sagen. So, das sind die negativen Seiten, okay? Was kann Positives passieren, wenn du heute zum Telefonhörer greifst oder wenn du es generell machst? Naja, schau mal. Selbst wenn du jetzt nicht den Masterplan hast und nicht ganz genau weißt, wie du das Ganze anstellen sollst. Also, was ist eine gute Gesprächseröffnung? Wie führe ich ein Gespräch? Was ist die Verkaufspsychologie? Wie setze ich meine Stimme gezielt ein? Wie behandle ich Einwände und so weiter? Wenn du das alles nicht weißt, okay? Dann kennst du ja trotzdem deine Zielgruppe und du weißt, was dein Angebot ist. Und dann ruf doch einfach mal jemanden an und erzähl dem doch einfach was von deinem Angebot. Mach's doch mal intuitiv einfach. Weil, guck mal, was kann im schlimmsten Fall passieren? Haben wir gerade schon aufgezählt, was kann im besten Fall passieren? Du triffst auf Menschen und das passiert definitiv.
Du triffst auf Menschen, die sagen, hey, ist ja interessant. Ist ja witzig, dass sie anrufen, wir haben tatsächlich das Problem, wir würden das gerne lösen. Ach, wir hatten uns gerade nach einer Lösung umgeschaut. Ist ja witzig, dass sie jetzt gerade anruft. Ja, klar, sind wir interessiert. Guck mal, wenn du ein Angebot hast, was ein Problem löst bei deiner Zielgruppe oder was deiner Zielgruppe hilft, ein wichtiges Ziel zu erreichen, dann ist ja dein Angebot relevant. Und wenn du es jetzt einfach sympathisch rüberbringst, das ist ja schon die halbe Miete, dann wirst du definitiv auch Menschen erreichen, vielleicht nicht die Vielzahl, aber du wirst Menschen erreichen, die sagen, hey, das ist ganz spannend. Ja, cool, dass du anrufst, finde ich super. Klar, können wir einen Termin machen, interessiert mich. Auf solche Menschen wirst du stoßen und Achtung, du stößt auf mehr solcher Menschen, auf viel mehr solcher Menschen, als auf Menschen, die dich anschreien, dich beleidigen und einfach auflegen. Du wirst viel mehr Menschen antreffen, wenn du dich nicht allzu dämlich anstellst, die sagen, ja, ist grundsätzlich interessant. Und weißt du was? Dann hast du mit geringen Mitteln eine Verkaufschance eröffnet. Und wenn du es jeden Tag machst, regelmäßig Verkaufschancen für dein Business eröffnet. Also du sprichst mit relevanten Entscheidern aus deiner Zielgruppe über dein Angebot und du triffst ein paar an, die sagen, ja, finde ich interessant. Und das ist die geilste Akquise, die es eigentlich gibt, wenn wir uns das mal vor Augen halten. Weil, schau mal, alles, was du dafür brauchst, hast du ja bereits. Du hast ein Telefon. Du hast sehr wahrscheinlich einen Zugang zum Internet. Das heißt, du kannst Adressen von deiner Zielgruppe recherchieren. Du kannst gucken, wer sind die Entscheidungspersonen. Steht immer im Impressum, im Geschäftsführer. Also alles, was du brauchst, hast du dafür. Und jetzt musst du nur ein bisschen Zeit aufwenden, die einfach anzurufen. Und klar ist das jetzt gerade eine Überwindung, deswegen guckst du ja dieses Video. Und natürlich ist es ungewiss, wie wird er wohl reagieren und wenn er mich anschreit, ah, natürlich ist das nicht schön. Aber nochmal, halt dir vor Augen, was kann denn im allerschlimmsten Fall passieren? Hast du hinterher körperliche Schmerzen? Nein, es passiert nichts, es ändert nichts in deinem Leben. Es ändert gar nichts. Im Gegenteil, es ändert was Positives, weil du auch Menschen dabei haben wirst und viel mehr Menschen dabei haben wirst, die sagen, ja, finde ich grundsätzlich spannend, finde ich grundsätzlich interessant. Und jetzt hast du, dadurch, dass du konstant und regelmäßig Akquise machst und dass du konstant und regelmäßig zum Hörer greifst, auch konstant und regelmäßig neue Chancen, dein Angebot zu präsentieren und zu verkaufen, Kunden zu gewinnen. Und das ist doch das, guck mal, wenn du selbstständig bist beispielsweise, Großteil der Leute, die meinen Kanal anschauen, sind selbstständig, oder wenn du im Vertrieb bist, dann bist du jemand, der mehr vom Leben will, sonst würdest du das nicht machen. Wir haben uns doch selbstständig gemacht und sind in den Vertrieb gegangen, weil wir mehr wollen. Als Selbstständiger haben wir die Möglichkeit und auch als Vertriebler über die Provisionen einfach auch mehr zu verdienen, mehr draus zu machen als in anderen Jobs. Und dafür musst du Kunden gewinnen und Kunden für dein Angebot begeistern. Jetzt musst du irgendwie rausgehen, weil keiner auf dich zukommen wird, egal wie geil dein Angebot ist, und musst irgendwo die frohe Botschaft verteilen, dass du jetzt dieses Angebot hast für die Zielgruppe. Das musst du ja irgendjemandem erzählen. Und natürlich kannst du auch Online-Marketing machen oder generell andere Marketingmaßnahmen. Natürlich, viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen zu neuen Kunden, natürlich. Aber schau mal, wenn du Marketing machst beispielsweise, ist ja richtig, ist ja gut, dann steckst du aber erstmal eine ganze Menge Geld rein. Und wenn du nicht mal viel Ahnung vom Marketing hast, dann bezahlst du auch noch eine Agentur, die kostet auch nochmal einen Haufen Geld. Und jetzt muss da erstmal ein bisschen was rumprobiert werden und es vergehen erstmal ein paar Wochen und ein paar Monate, bis dann da irgendeine Botschaft mal zündet und tatsächlich mal Kunden bringt. Da musst du Geld investieren und hier musst du einfach nur Zeit investieren und vielleicht auch als Investment einfach mal in Betracht ziehen, dass du dich überwindest und dass du ein bisschen in diesen Schmerz, den du jetzt gerade verspürst, der ja nicht gerade groß ist, ja, aber der Schmerz ist da, okay, klar, aber dass du in diesen Schmerz mal reingehst. Und mach dir mal eine Sache bewusst, den Schmerz verspürst du sowieso, jetzt geht dir sowieso schlecht, du hast sowieso ein Unwohlsein, weil wenn du es nicht machst und wenn du keine Akquise machst, was passiert denn dann? Dann rennst du deinen Umsatzzielen ständig hinterher, dann rennst du deinen generellen Zielen im Leben ständig hinterher. Ist auch keine schöne Situation. Dann hast du vielleicht Monate, wo deine Empfehlungen nicht zünden, wo nichts kommt und wo du nicht weißt, wo diese Ungewissheit da ist, wann kommt der nächste Kunde und mit wem mache ich wie viel Umsatz dann? Und dann weißt du vielleicht, die nächsten Rechnungen kommen ganz bestimmt und das Finanzamt kommt ganz bestimmt. Und hast du Nächte, wo du wach liegst und dir denkst, was mache ich hier eigentlich? Ist das überhaupt das Richtige? Schaffe ich das irgendwie? Kriege ich das hin? Das ist auch ein beschissenes Gefühl, was du dann hast. Und du kannst dir jetzt aussuchen, willst du das eine oder das andere haben? Willst du das beschissene Gefühl haben, weil du dich kurz überwinden musst, um Telefonhörer zu greifen?
Und vielleicht mal einen dabei zu haben, der vielleicht ein bisschen genervt oder ja, vielleicht auch mal aggressiv reagiert, wodurch sich aber nichts ändert, weißt du, wo eigentlich nichts passiert. Willst du dieses unangenehme Gefühl haben? Oder willst du das unangenehme Gefühl haben, dass du sagst, irgendwie kriegst du alles nicht hin? Ich renne meinen Zielen hinterher. Nächste Rechnung, ich weiß nicht, wie ich es bezahlen soll. Einen der beiden Schmerzen hast du eh. Einen hast du sowieso. Du kannst dich entscheiden, welchen du haben willst. Und ich verspreche dir, wenn du dich für den entscheidest, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt hier rein und ich rufe jetzt jemanden an und ich weiß nicht, wie der reagieren wird, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich habe ein geiles Angebot. Und es profitieren ja auch alle davon. Es hat ja keinen Nachteil davon, dass ich jetzt Akquise mache. Dann wirst du das erste Problem nicht haben, nämlich, dass du irgendwie Bauchschmerzen hast, weil du dein Ziel hinterher rennst und weil du nicht weißt, wie du deine Rechnung bezahlen sollst. Das wirst du dann nicht mehr haben. Das ist weg. Das löst du damit. Weil du dich aktiv für den anderen Schmerz entscheidest. Und nochmal, da hat keiner einen Nachteil davon. Da haben alle einen Vorteil von. Da profitieren alle von. Weil du hast doch ein gutes Angebot. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich kenne dich nicht persönlich, noch nicht. Aber du hast doch ein gutes Angebot für deine Zielgruppe, oder? Du hilfst denen doch, ein Problem zu lösen. Du hilfst denen doch. Das heißt, du bietest ja einen Wert an für die. Es ist etwas von Wert. Und im Tausch dagegen zahlen sie deine Rechnung. Und zahlen sie gerne deine Rechnung, wenn du eine gute Leistung ablieferst. Haben doch alle Seiten gewonnen. Der Kunde wird seinen Schmerz los. Und du verdienst das Geld, was du verdienen möchtest. Erreichst die Umsatzziele, die du erreichen willst. Und machst damit, was auch immer deine Träume sind. Weil dafür hast du doch angefangen. Du hast doch angefangen, diese Träume zu jagen und diese Ziele zu erreichen, die du dir gesetzt hast. Du willst doch eigentlich viel mehr. Und das ist der Weg. Alles, was du brauchst, hast du. Keiner hat einen Nachteil davon. Selbst wenn mal eine kurze, unangenehme Situation da ist, wie lange ist die da? Ein paar Sekunden. Hat es keinen nachhaltigen Einfluss auf dein Leben? Du hast keine echten Schmerzen oder irgendwas? Du hast keinen echten Nachteil davon? Und im Gegenteil, du wirst immer wieder auf Menschen treffen, die sagen, ja, finde ich spannend, finde ich interessant. Finde ich spannend und finde ich interessant. Telefonakquise ist das Genialste, was du machen kannst. Ist das Genialste, was du machen kannst. Es kostet nichts, bringt dir Kunden ein, planbar den Umsatz, den du willst. Du erreichst deine Ziele und dir kann eigentlich nichts passieren. Also wovor hast du Angst? Warum schiebst du es vor dir her? Mach's doch einfach mal. Und wenn du möchtest, dass du diese absolute Sicherheit verspürst und vielleicht sogar ein bisschen Spaß und Freude an der Telefonakquise entwickeln kannst, wenn du das willst, dann ist der Weg, dass du diese Fähigkeit Telefonakquise wirklich beherrschen musst. Was meine ich damit? Schau mal, um nochmal an den Anfang des Videos zurückzuspringen. Es ist ja gerade nur deshalb unangenehm für dich, weil es so ein bisschen unberechenbar für dich ist und nicht ganz durchsichtig ist, wie wird wohl die Person, die ich da anrufe, reagieren. Und wenn die doof reagiert, diese Ablehnung, die will ich ja vermeiden, deswegen schiebe ich es vor mir her. Das ist doch der einzige Grund, warum du es jetzt gerade nicht machst. Diese Ungewissheit. Weil du hast ja nicht per se ein Problem mit dem Telefonieren. Du schaffst es ja auch, einen Freund oder jemanden aus der Familie anzurufen, wo du ganz genau weißt, wo diese Person, die du anrufst, einfach einschätzbar für dich ist, wo du weißt, da passiert nichts Schlimmes. Also mit dem Telefonieren an sich hast du ja kein Problem. Nur jetzt eine fremde Person anzurufen, da weißt du einfach nicht, bin ich da erwünscht oder nicht. Wie wird die Person wohl reagieren? Das ist doch der einzige Grund, der dich jetzt zurückhält. Und wenn Telefonakquise, wenn du es richtig beherrschst, wenn du es auf Profiniveau machst, dann ist eben dieses Problem gelöst, weil du führst ein Gespräch, wo es für dich planbar wird, wie dieses Gespräch verläuft. Also es ist dann wie so ein gutes Schachspiel, wo du ganz einfach deine Züge vorausplanst und wo du ganz genau weißt, hey, wenn ich den Zug jetzt mache, dann hat der Gegenüber die 2, 3 Möglichkeiten, da einen anderen Zug zu machen. Und egal welchen der macht, ich bin dem sowieso gedanklich 3, 4 Schritte voraus und ich weiß sowieso schon, was mein nächster Zug ist. Und dann kann dich nichts mehr kalt erwischen, dann kann ich nichts mehr überraschen, wenn du wie dieser Schachspieler ganz einfach das Ganze unter Kontrolle hast. Weil du weißt, wie musst du das Gespräch eröffnen und wie wird dein Gesprächspartner dann planbar reagieren? Was machst du, wenn er das sagt und was machst du, wenn er das sagt? Was machst du, wenn er einen Einwand bringt? Was machst du in der Situation, was machst du in der Situation? Welcher Schritt kommt nach dem anderen? Wenn du diese Klarheit hast und diese Sicherheit, hey, mir kann gar nichts passieren, weil wenn ich das Gespräch jetzt mache, er wird sowieso so oder so oder so reagieren und auf alle 3 Reaktionen bin ich vorbereitet. Egal, was passiert. Dann wird es für dich planbar und einschätzbar, wie wenn du einen Freund anrufst. Und dann hast du keinen Stress mehr damit. Wenn du das lernen willst, musst du zu mir ins Training kommen. Wenn du dich informieren willst, ob das Training vielleicht was für dich ist, dann hast du die Möglichkeit, dich unter diesem Video über den Link einzutragen für eine kostenfreie Beratung. Dann schauen wir mal, wo du jetzt stehst.
Ja, was vielleicht gerade die Hürden, die Probleme sind, vor denen du gerade stehst. Was der Weg ist hin zu deinen vertrieblichen Zielen. Schauen wir uns einmal an. Ja, und wenn du diesen Weg hast, dann hast du schon mal viel mehr Klarheit. Das heißt, du wirst aus dieser kostenlosen Beratung sowieso mit mehr rausgehen, als du reingekommen bist. Du hast überhaupt gar nichts zu verlieren. Du kriegst was. Ja, richtig cool. Und vielleicht kommt ein Training ja sogar für dich in Frage, dass du es richtig nachhaltig lösen willst. Vielleicht motiviert dich aber schon dieses Video, dass du sagst, hey Julian, eigentlich klar, eigentlich stimmt, hast recht. Eigentlich gibt es kein reales Problem, vor dem ich weglaufe. Ich mach's jetzt einfach mal. Das wünsche ich dir. Dann mach's jetzt. Dann schalt das Video jetzt aus. Achtung, vorher noch abonnieren. Ja, ganz wichtig. Aber dann schalt das Video jetzt aus. Und dann mach's. Und dann leg jetzt los. Weil es ist was Geniales. Und das, Telefonakquise, ist der Weg zu deinen Zielen, zu deinen Träumen, zu deinen Umsatzzielen. Und nebenbei tust du nur was Gutes, weil deine Kunden sich darüber freuen, von deinem Angebot zu profitieren. Das wünsche ich dir. Und wenn dir das Video gefallen hat, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen, gib dem Video einen Daumen hoch, schreib mir mal dein Feedback in den Kommentaren, würde mich sehr interessieren. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns in einem der nächsten Videos sehen, vielleicht bald persönlich hören, vielleicht bald persönlich sehen. Ja, und in dem Sinne ganz liebe Grüße, dein Julian.